Die Empörung gegen die Sparpläne in Portugal hat jetzt auch die Streitkräfte und die Polizei erreicht. An den Protesten am 29. September nahmen auch Gewerkschaften von 3 Polizeieinheiten teil. Auch Teile des Militärs machten ihren Unmut sehr deutlich. Der Offiziersverband stellte heraus, dass man sich, wie es uns die Verfassung vorschreibt, niemals als Repressionsinstrument gegen unsere Mitbürger instrumentalisieren lasse. Man habe geschworen, sie zu verteidigen. In den letzten 2 Jahren haben verschiedene Gewerkschaften von Soldaten und Offizieren bereits ihren Widerstand gegen Sparmaßnahmen, die sie direkt betreffen, zum Ausdruck gebracht und ihren Protest geäußert. Nun gibt es eine scharf formulierte Erklärung der National Association of Armed Force Officers, welche die Unterstützung für die Demonstrationen am 15. September zum Ausdruck bringt und davor warnte, dass, wenn es von uns abhängt, die Armee niemals ein Werkzeug der Unterdrückung sein werde gegen ihre eigenen Bürger. In der Erklärung von Oberst Manuel Crassel unterzeichnet, drückt die National Association of Armed Force Officers Solidarität mit all den Menschen in Portugal aus, die unter dem Gewicht der enormen Opfer, die ihnen auferlegt werden, leiden, wie wir bereits im Jahre 2011 erklärt haben. Die Erklärung unterstützt offen die Demonstration des 15. September gegen die Regierung und sagt, dass wir vor allem anderen, wir als Bürger, den gleichen unfairen und ungerechten Maßnahmen unterliegen, die uns von denjenigen auferlegt werden, die verfassungsrechtlich verpflichtet sind, Maßnahmen für das gemeinsame Wohlergehen der Bürger zu treffen. Denn Bürger zu sein, so heißt es in der Erklärung weiter, bedeutet in gewisser Weise auch, sich auch an der Transformation der Gesellschaft zu beteiligen. Deshalb drücken wir die Solidarität aus mit denjenigen Initiativen, die sich gegen diese unfairen Maßnahmen auflehnen. Die Erklärung bringt weiterhin zum Ausdruck, dass die vorgeschlagenen Sparmaßnahmen immer die gleichen Menschen treffen, während andere hier oder im Ausland massenlosen Reichtum anhäufen. Die Offiziere sind nicht der einzige Teil der Streitkräfte, der sich den Protesten angeschlossen hat. Die Nationale Offiziersvereinigung gab ebenfalls eine Unterstützungserklärung ab. Darin wird erklärt, dass sie die Auswirkungen der gestiegenen Sozialabgaben für Arbeitnehmer und andere Einschnitte beim Personal des Militärs als einen brutalen Angriff auf die Arbeiter im Namen der Gerechtigkeit empfinden. Sie schließen mit der Ankündigung, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, zusammen mit all denjenigen, die diesen brutalen und schamlosen Diebstahl nicht akzeptieren und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um dies zu verhindern. Polizeibeamte haben ihre Opposition ebenfalls durch ihre gewerkschaftlichen Interessensvereinigungen zum Ausdruck gebracht. Rodriguez aus der Vereinigten Gewerkschaft der Polizei erklärte, dass sie die verschiedenen Formen des Kampfes gegen die neuen Schnitte vorbereitet haben und dass sie, wenn die Probleme nicht gelöst werden, auf die Straße gehen werden. Wörtlich heißt es, wir stehen ganz klar auf der Seite der Bürger, so wie ich zunächst ein Bürger bin, bevor ich Polizeibeamter bin. Armando Ferreira, Mitglied der Nationalen Polizeigewerkschaft, erklärte, dass die Maßnahmen monatlich einen Verlust von 120 bis 200 Euro für Polizeibeamte bedeuten und warnt davor, dass, wenn diese Maßnahmen vorangetrieben werden, es eine allgemeine Revolte innerhalb der Sicherheitskräfte geben könnte. Der Minister will sich nicht mit uns treffen, deswegen gehen wir auf die Straße, so wie die Bevölkerung. Dies ist der einzige Weg, den wir haben, um unserer Stimme Gehör zu verschaffen, sagte César Neguera vom Berufsverband der Nationalen Republikanischen Garde. All diese Aussagen wurden vor der großen Demonstration am 15. September gemacht, aber die Größe der Proteste hat Teile des Militärs und der Sicherheitskräfte weiterhin darin bestärkt, ihre Haltung zu äußern und hat dazu geführt, dass auch andere Gruppen in die Bewegung gekommen sind. Noch überraschender ist die Tatsache, dass der Widerstand der Militärs und der Sicherheitskräfte auch Sonderkommandoeinheiten der Armee erreicht hat. Der Verband der Spezialeinheiten organisierte ein Arbeitsessen seiner Mitglieder, um jetzt zu erörtern, wie man die breite Bewegung gegen die Kürzungen weiter unterstützen könne. Unter anderem wurde vereinbart, eine Reihe von Treffen mit anderen Verbänden des militärischen Personals zu fördern und Protestaktionen zu koordinieren. Otelo Sareva de Carvalho, Führer der Nelkenrevolution, mit der Linke Militärs 1974 die Diktatur in Portugal stürzten,
hatte bereits im vergangenen Jahr die konservative Regierung gewarnt und erklärt, dass dann, wenn bestimmte Grenzen überschritten würden, was der Verlust von Rechten der Bevölkerung angeht, die Antwort ein Militärputsch sein kann, der einfacher wäre als der vom 25. April 1974.